Seid mir gegrüßt, liebe Hexer und Dattelfreunde, zu einer neuen Folge mit The Witcher Die White Hunt, wo wir für diesen Maler hier, da haben wir ihn, seine Farben suchen müssen. Aber es ist etwas anderes. Ich meine, suchen musste Geralt ja schon so einiges, aber eher seltener waren es Farben. Ausgelaufene Farbe stinkt enorm nach Terpentin. Oh, das klingt nach einer Spur, der man folgen kann. Otr. Da ist noch was. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Fußspuren. Verschmiert. Wie auch immer. Folgen wir einfach mal hier dem Terpentin-Geruch. Jo. Und wenn es hier einen Berg runtergeht, dann haben wir eine Terpentine. So. Genug der flachen Wortwitze. Zumindest für diese Sekunde. In der nächsten kann es schon ganz anders aussehen. Aber fürs Erste muss es reichen. Wir warten auf die nächste Vorlage. Upsala. So, einmal hier neu auffrischen. Und dann sind wir offenbar so gut wie da. Wo auch immer es hinführen mag. So, da haben wir was. Wir sind auch Farbkleckse. Okay, es führt noch weiter hinein. Weiter hinein ist meistens in der Höhle recht schlecht. Necker sind mit den Farben verschluckt. Ach so, Necker. Hoppala. Na gut, dann füll ich mal kurz auf. Hey, bist du mal tot, Freundchen. Oh, wir brauchen irgendwie noch ein bisschen Reparatürchen, habe ich den Eindruck. So, da sind unsere Farben, aber haben wir noch irgendwas anderes hier herumliegen? Leerer Behälter, nützt dem Maler nichts. Ich wollte doch irgendwie noch was Brauchbares mitnehmen. Ja, Blutmoos. Und hier, das Erz ist nicht zu holen. Schade. Aber hier, da. Höhlenmalerei. Die hier sieht ein bisschen nach Neckar aus. Und der große Klecks. Ein Troll. Neckar malen ihren Sieg über Trolle. Was soll das sein? Neckar-Propaganda? Das ist die Frage. Aber es sieht doch eigentlich hier ganz schön aus, was die rummalen, oder? Aber egal, nehmen wir mal das Zeug und gucken, ob der Troll uns dann angreifen kommt. Die Farben sehen noch ganz intakt aus. Der Maler müsste sie noch benutzen können. Tja, dann hauen wir mal ab. Oh, hier ist auch nichts zu holen. Was ist das für ein Saftladen? Ach, das ist hier ja ganz in der Nähe. Ist ja nur ein Katzensprung entfernt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn eine Katze runterspringt, ist sie bei der Höhle. Faszinierend. So nah und doch so fern irgendwie die Sachen. So, ich hab's besorgt. Ich hab deinen Kram gefunden. Herrlich. Wo denn? Und... ist das alles? Ich hatte viel mehr Sachen. Hättest sie nicht rumliegen lassen sollen. Ich bin einer Farbspur gefolgt und habe ein Neckarnest gefunden. Die Biester haben sich mit dem Kram davongemacht. Und sie haben damit ein Fresko an die Höhlenwand gemalt. Sieht nach einer Kampfszene aus. Unmöglich. Sie haben wohl die Farbe wütend an die Wand geworfen. Bedeutungslos. Gut jedenfalls, dass du die Grundfarben gefunden hast. Wollen wir? Ich habe unterdessen einen besseren Platz gefunden. Ja, mal sehen, ob das auch wieder mit Problemen verbunden ist, aber wir werden es ja sehen. Ach, reiten wir wieder, oder wie? Ich vermute mal, ja. Dann satteln wir mal Plötze. Beziehungsweise Was Sattel ist ja schon Glück drauf. Was wir mit dem Wetter haben. Das Licht ist einfach vollkommen. Wird ja, lange vollkommen dauern, schön. Das Meisterwerk zu malen? Ach, nur 6 Stunden. Mehr wird die Sonne uns nicht erlauben.
Aber die Zeit wird verfliegen. Wir schwatzen ein wenig, erzählen uns Geschichten. Lass mich eben einen Trank kippen. Dann verfliegt die Zeit im Rausch. Ich brauche keine Geschichten. Nur dann? Nein, nein, nein. Dein Ausdruck, die Haltung, das muss genauso bleiben. Och, schade. Wenn du betäubt bist, fehlt doch das Feuer in deinem Blick. Tränke sind verboten. Sei doch mal flexibel. Kannst das Werk ja besinnungsloser Hexer im Heidekraut nennen. Du scherzt. Ein alberner Hexer. Ja, Geralt ist halt was ganz, ganz, ganz Besonderes. Mal sehen, wo uns der Maler hinführen mag. Ich dachte ja zuerst, der will uns in eine Falle locken, aber offenbar ist er einfach nur ein Maler. Kein Bob Ross zugegeben, aber einer, der wohl was von seinem Fach versteht, denke ich. Sind wir da? Ja, sieh nur das Panorama. Atemberaubend. Wow. Wie geschaffen als Hintergrund unseres Meisterwerks. Schlecht ist es wirklich nicht. Ganz nett, glaube ich. Ich frage mich, warum niemand hierher kommt. Ah, unwichtig. So, nun musst du genau überlegen, in welcher Pose du unsterblich werden willst. Wette, da kommt irgendein Monster gleich. Ich überlege. Ein Drache? Na? Wo kommt's? Oh, kommt doch nicht. Einige Zeit später. Alles bereit. Lass uns beginnen. Hast du dich bereits für eine Pose entschieden? Mal sehen, für was für eine er sich entschieden hat. Heldenhaft, ja unbedingt. Wenn schon, ne? Heldenhaft ist immer gut. Kann ich hier vielleicht einfach mit dem Schwert in der Hand stehen? Wunderbar. Eine Heldenpose, aber natürlich. Der stolze Recke, das erhobene Schwert. Bereit, sich zu stürzen auf... Naja, diese Weide. Wette, da kommt gleich eine. Ich male später einen Greifen rein. Wette, da kommt eine. Soll ich anfangen? Oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Ich weiß nicht. Ich nehme eine andere. Ich versuche es lieber anders. Der wirkt ein bisschen nicht amused. Auf dem Pferd. Wenn schon, dann schon mit Plötze. Wie wäre es auf dem Pferd? Ich meine, Plötze hat auch ein Denkmal verdient. Ein Pferd. Sensationell. Aber wir sollten mein Pferd Alexander nennen. Nein. Ich habe ihm das Posieren beigebracht. Wenn schon, dann schon Plötze. Hey. Ich will Plötze haben. Ich male später einen Greifenkadaver dazu. Nun, erhebe stolz das Haupt und streck die Brust raus. So, raus mit den Haxen. Hört das Pferd überhaupt zu? Es ist ein Nicht-Plötze. Kann ich anfangen oder ziehst du doch eine andere Pose vor? Ach, mit Plötze wäre alles viel schöner. Vielleicht malt er das ja um. Aber bei seiner Besessenheit für Greifen vermute ich, dass wirklich gleich ein Greif angreift. Wortwitz. Leg los. Du kannst loslegen. Den Greifen-Wortwitz habe ich in den ersten Folgen auch. Weißt du noch, wie du mich angesehen hast, als ich dich gebeten habe zu posieren? Wärst du so freundlich, das noch einmal zu machen? Dieser Blick des wildwütenden Widders, der schon die Hörner senkt. Ja, genau. So bleiben. Nicht wackeln. Das ist eher ein irritiert. Und jetzt kommt der Greif. Oder auch noch nicht. Den Greifen-Wortwitz habe ich wirklich schon einmal gebracht. In den ersten Folgen noch. Ich erinnere mich dunkel. Wird das noch lange dauern? Nein, gar nicht mehr lange. Schließlich ist das Tageslicht bald weg. Jetzt halt bitte den Kopf still in der gleichen Position. Gut, ich versuch's. Außerdem versuche ich nie wieder einem Maler zu vertrauen. Greif! Ja, weiß schon. Du ergänzt dich. Götter! Ein Hab Greif! Ich doch gesagt. Ah, ich liebe es. Lauf und versteck dich! Frau Mutter! Ah! Ach Gottchen. Der ruft nach seiner Mutti. So eine ist er. Hey.
ist das Mistviech. Du stirbst jetzt für mich mal. Der muss nicht mehr künstlich ergänzt werden. Wette, der hat das gemalt nebenbei. Der ist doch so ein Lump. Der kommt sicherlich mit Staffelei und allem. Ist es sicher? Ah, doch ja, nicht ein raus. Mutiger Maler. Kein Wunder, dass nie jemand herkommt. Es ist ein Greifenrevier. Das Ding hat mich zu Tode erschreckt. Nicht ganz. Du lebst ja noch. Weil dein Modell ein Hexer war. Was macht das Bild? Hat es auch überlebt? Hat es. Aber ich kann es dir noch nicht zeigen. Ich zeige niemals unvollendete Werke. Morgen Nachmittag kannst du es sehen, wo wir uns getroffen haben. Ich werde es auf dem Marktplatz ausstellen. Puh, was für eine monströse Bestie. Wollen wir sie im Bild verewigen? Ja. Mal sie mit rein, warum nicht? Wollte er ja eh. Ja, mal ihn rein. Du kannst den Kadaver als Modell nehmen. Interessante Farbpalette. Und die Texturen. Das funktioniert. Ja, das funktioniert. Aber ich werde ihn später malen. In der Enzyklopädie Maxima Mundi ist eine vorzügliche Illustration. Dieses Exemplar ist doch ziemlich zerhackt. Wollte er das nicht, was Echtes? Ah, sehr schön. Das reicht erstmal. Die Feinheiten mache ich später. In diesem Zwielicht hat es keinen Sinn. Der Lohn für deine Mühen. Und ich danke dir, dass du mein Leben gerettet hast. Wobei du damit auch dein Ebenbild gerettet hast. Für die Nachwelt. Ich bin so glücklich. Hust, hust, hust. So, dann wollen wir doch mal uns um den Greifenkadaver kümmern. Da ist er ja. Toussaint, Herzogswächter, Stahlschwert. Dann meditieren wir noch mal ein Rötchen drüber. Genau so. Und suchen uns einen Schmied auf, um ein bisschen Zeug zu tun. Was haben wir denn noch hier? Ah, eine Greifentrophäe. Die war abgetrennt vom Rest des Ganzen. Beziehungsweise jetzt ist sie wirklich gleich abgetrennt. Yeah! Und jetzt plötzlich go, go, go! Ich weiß nur noch nicht, wohin. Nehmen wir den Außenposten hier. Klingt das gut? Klingt gut. Oh, und wir können ja schon mal eine neue Quest aussuchen. So viel haben wir ja nicht mehr. Warte einen Tag. Ich glaube, das wird hier so eines der letzten Dinge. Komm schon, Plätze. Ach, egal. Ich hasse unwegsames Gelände mit Plötze, deswegen gehe ich zu Fuß. So, einmal hier durch den reißenden Fluss. Es ist nichts, wirklich. So, da haben wir das Ding. Und von hier... Ach da, dieser... Das ist ja auch in der Nähe. Wieso ist im Moment alles hier in der Nähe? Ist ja Wahnsinn. Fast alles auf einen Haufen. Ändert trotzdem nichts daran, dass wir erstmal eine kleine Reise unternehmen müssen. Ja, wenn ein Hexe eine Reise tut, gell? Ihre Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit hast du nicht gesehen. Hexer sind unfruchtbar und was man sonst noch so alles wissen braucht. Hallo, Herr Wächter. Ich bin mal wieder ganz brav. Diesmal habe ich niemanden versehentlich durch Drücken der Controller-Tasten beklaut. Was wirklich ist möglich, ja schon alles passiert. Wozu haben wir eigentlich Ritter? Tja, weil ein Hexer nicht dieses ganze Geschwurbel drumherum hat. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut.
Meine Suche läuft besser als gedacht. Ich habe Schemata gefunden, die ich gar nicht gesucht habe, aber darum geht's mir gerade nicht. Was hast du denn im Angebot? Denn ich möchte... Okay, das kann ich sogar noch behalten erstmal. Dann können wir irgendwo sicher ablegen. Der Dreck kann weg. Nein, die will ich nicht verkaufen. Bist du denn des Wahnsinns? Nein, das auch nicht. Irgendwas anderes. Genau, ich wollte ja noch hier Gedöns machen. Reparatur, genau. Einmal hier den Komplettsatz reparieren. Oh ja, und dann kann ich ja eigentlich mal wieder ein paar Runen nutzen. Viel Glück auf dem Weg. Ich meine, wir haben ja eigentlich unsere Endgame-Ausrüstung mehr oder weniger. Und da wären wir ja höchst blöd, die nicht irgendwie mal auszunutzen. Kleine Glyphe. Auf jeden Fall brauchen wir hier so eine Quenn-Glyphe. Große Axi. Ach komm, machen wir denn auf irgendwas auch das Ding hier. Große Art-Glyphe. Igni-Glyphe. Art-Glyphe wieder. Die sind aber auch nur für Zeichen irgendwie, ne? Ist ja doof. Also die Rüstungsglyphen finde ich höchst beknackt, um ehrlich zu sein. Große Ürden gedünnt. Kleine Quenn-Glyphe. So, davon hauen wir noch so gut es geht drauf. Dann hauen wir noch irgendwo eine große Igni-Glyphe drauf. Eine große Ürden können wir auch noch. Ach komm, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir noch Art. Axi brauche ich so selten. So, haben wir das zumindest. Und dann können wir hier andere Dinge machen. Oh ja. Welches nehmen wir denn? Nehmen wir das Ding. Das haben wir denn darauf. Das packen wir dahin. Adrenalin-Gewinde ist mir irgendwie relativ egal. Chance auf Verbrennen oder Chance auf Bluten? Das ist hier die Frage. Können wir ja mal das hier machen. Das gleich auch mal hier. Ein bisschen Bluten ist nie verkehrt. Wobei, kommt immer drauf an, was die von Natur aus schon haben. Ah, hat von Natur aus eine Chance auf Bluten, genauso wie das. Ja, dann ist auf Bluten sowieso ganz brauchbar. Angriffskraft oder Gedöns brauchen wir. Rüstungsdurchbohrung vielleicht auch noch. Taumeln, vergiften, Adrenalin gewinnen. Nö, machen wir nochmal Rüstungsdurchbohrung. Und dann haben wir fertig. Wobei, ich guck mal, ob der noch irgendwie brauchbare Sachen hier hat. Was hast du denn im Angebot? Mein Sonnenmeisterschmied, vielleicht hat er auch tatsächlich irgendwelche Runensteine, die tatsächlich interessant für uns sind. Das sind auf jeden Fall die großen, die guten. Aber nur für Rüstung. Wir können ja theoretisch nochmal hier so ein großes Quenn-Dings nehmen. Womit dem dann Genüge getan sein müsste. So. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Ja, ich brauche kein Glück. Ich habe Können. Wollte ich noch irgendwo hin? Fragezeichen. Ich glaube nicht. Oh, dann huschen wir mal wieder zurück. Untersuche die Insel im Lack. Wie heißt du nochmal? Gervand? Ich bin Gérard. Gérard de Rivant oder so ähnlich. Oder Gérard d'Arrive.
Wie auch immer. Irgendwie so. Oder der Schlechter von Blaviken. Je nachdem, wie bildreich man den Namen haben mag. Dann gehen wir wieder zu dieser Höhle, wo wir schon mal waren vor kurzem. Nimm einen Trank weißer Honig zu dir, um alle Trankwirkungen zu beenden. Ach, das braucht doch kein Gesacklaus braucht das. Aber apropos Sackläuse, auf zur nächsten Quest. Ich weiß zwar nicht, was das damit zu tun hat, aber egal. Ich fand den Aufhänger nur sehr schön. Oh, ich... Oder nee, das sind nur... Na, das sind nur Rehe. Ich dachte schon. Ach, dieses Inselchen wollen wir aufsuchen. Okay. Mit dem Boot kommen wir nicht sonderlich weit, glaube ich. Haben wir hier eine möglichst kleine mittelprächtig, ne? Wird schon schief gehen irgendwie. Ja, was soll schon passieren? Meine liebsten Worte. Es kann doch nichts schief gehen. Und ich sehe hier Truhen. Truhen sind per se immer relativ sympathische Sachen. Aber wir wollen ja erstmal hier andere Dinge untersuchen. Ein Einsiedler. Naja, wäre auch schlecht. Sonst, wenn es zwei wären, müsste es ja auch zwei Siedler sein, ne? Wobei zwei Einsiedler. Auf dem Wasser. Genau wie... Wie wer? Wie ein Wasser. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, ich kann nichts mehr überraschen, was? Irrtum. Okay. Ja, nennt mich Jesus. Zur hey, Hölle. Hast du eine Ahnung, wieso zum Teufel ich ist auf dem Wasser laufen kann? Ist das Luke Skywalker? Klar, Mark Hamill? Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade. Und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Nur wer über die fünf ritterlichen Tugenden verfügt, darf nach dem Schwerte greifen. Natürlich verfüge ich darüber. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Denn ich weiß, wer du bist. Du hast bewiesen, dass du zu tiefem Mitgefühl fähig bist. Du bist ein Ehrenmann, wie viele bezeugen können. Du bist selbst bescheiden und anderen gegenüber großzügig. Deine Tapferkeit wird in Legenden gepriesen. Die Vernunft leitet dich, wie sie alle Weisen leitet. Du hast gezeigt, dass die fünf ritterlichen Tugenden in deinem Herzen wohnen. Dann gehört das Schwert mir? Ich kann es mir hochholen? Das Schwert gebührt der Hand deines Meisters. Du musst im Kampf über der Wasseroberfläche beweisen, dass deine Künste würdig sind. Bist du bereit? Ja, von mir aus. Allzeit bereit. Dann zieh dein Schwert. Ach, gegen ihn. Oh. Deswegen ist Iridin ja hier ein Kunstbanause. Na, dann komm mal her. Bitte was?
Netter Effekt. Deine Meisterschaft mit der Klinge ist über jeden Zweifel erhaben. Ach was. Ja, wo bleibt der Knabe denn? Ist er ganz weg? Sieh nur, dein Eron liegt. Wir kennen uns schon. Gewiss, auch der Einsiedler sagte, er kennt dich. Die Dame vom See. Das bin ich. Vergiss nicht, dass du ein Ehrenmann bist, der sich dem Guten verschrieben hat. Deswegen hast du die Klinge bekommen. Nun trage sie. Uiuiui, das passt perfekt. Und ich hoffe, diesmal verlierst du sie nicht. Die Wolf-Applikationen sind ja perfekt. Wow. Einfach großartig. Und jetzt bin ich auch noch nass. Nee, wie gesagt, er hatte so ein bisschen was von Mark Hamill, auch wenn Mark Hamill eher von Fans für Vesemir ganz gerne gesehen wäre, zumindest von einigen. Aber gut, der Charakter sah wirklich so ein bisschen wie Luke Skywalker in den neuen Film aus, von daher Achievement unlocked. Übrigens, apropos Dame vom See, ich glaube sogar eines der The Witcher Bücher heißt die Dame vom See, von daher, ja, der Geralt, der kennt die Dame, aber ich will nicht weiter wieder mal übers Buch palabern, sondern euch verabschieden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Daddlezeit mit The Witcher 3 Wild Hunt. Können wir uns das Schwert dann auch nochmal kurz angucken. Aber bis dahin, ciao, ciao.